So, ich suche mal schnell die. Ach nee, machen wir erstmal das Wasser. Sonst habe ich das Gefühl, dass ich es nämlich vergessen würde. Auch schon. So, dann suche ich mal kurz die Grafik. Wartet ganz kurz, da ist er nämlich schon. Whoop. Das wirklich? Ich meine, nee, das ist die alte. Ich hätte doch eine neue mit den ganzen neuen Blöcken gemacht. Ja, scheiß die Wand an, wo ist die hingekommen? Oh, habe ich hier einen Minecraft-Ordner? Gibt es doch nicht? Aber das ist nicht die Grafik. Ich meine, den hatte ich schon weggestrichen, den hatte ich weggestrichen. Und da fehlen ja noch die ganzen neuen Bilder drauf. Hä? Ah, wartet mal ganz kurz. So, okay, die Grafik ist weg. Ah, keine Ahnung, wo sie hin ist, aber sie ist weg. Definitiv weg. Also... kann ich nichts machen. So. Ich würde vorschlagen, den Turm, den bauen wir hier. Hier oben. Hier. Nervt nicht rum. Okay, das heißt, wir bräuchten erstmal ein bisschen Kabel, um hier weiter... Weg zu machen. Machen wir das jetzt doch noch ein Stück weiter, mein Gott. Der Turm darf ja nicht... Ich mach gleich Skype aus. So, der Turm darf ja am Ende nicht so stehen, dass er in irgendeiner Weise die Dinger, die Pyramiden stört. Ein bisschen Dreck. Das wäre an sich ganz praktisch. Das haben wir alle schon weggebracht. Na, ich habe jetzt auch schon wieder viel größer geplant, als ich ursprünglich vorhatte. Das Bett habe ich dabei, wunderbar. Den Eimer brauche ich auch nicht. Ah, lass den mal. Da vorne müssen wir auch noch ein bisschen Land wegnehmen. Ein bisschen Land wegnehmen, ein bisschen Land dazu tun. Es gibt wieder eine schöne Küstenmauer hier. So. Machen wir die mal. Bis hier, würde ich sagen. Noch ein weiter.
Das heißt, das hier kommt schon mal alles weg. Der Turm soll deshalb auch so ein bisschen weiter wegstehen, damit er sich nicht zu sehr mit dem beißt. Ja, und dann schauen wir mal, wie die Sache wird und läuft. Was auf jeden Fall läuft, ist unser Eisen. Das ist ja schon wieder mal sehr nice, dass wir hier was finden. Hier die komplette Landmasse wegnehmen. Kriegen wir auch genug Dreck rein, um den Weg dann zu machen. So. Treppen brauchen wir dann auch noch. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum funktioniert das hier nicht? Ne? Weil da vorne ein Loch im Boden ist. Morgen auch eine sehr interessante Szene bei uns, bei mir vorm Fenster. Und zwar folgendes, ich habe einfach eine Frau schreien gehört, aber richtig nicht schreien irgendwie um Hilfe schreien oder sowas, sondern wirklich keifen. Also richtig bölken, richtig laut, richtig unfreundlich. Und die hat dort ihren Enkel, würde ich jetzt mal sagen, angeschrien. Und zwar wollte der nicht parieren. Das tun Kinder manchmal in dem Alter. Das war ein kleiner Fünfjähriger, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß nicht, der war total außer Rand und Band. Ich weiß auch nicht, was er... der lief quasi direkt. Der rannte einfach wild rum. Also wild über den Bürgersteig. Das ist ja an sich nicht schlimm. Über der Straße, das ist schon schlimmer. Die Autos haben den natürlich auch angehupt. Was soll das hier, Kleiner? Ziemlich gefährliche Situation auch. Und die Olle, die stand dort am Rand und war dort wirklich nur am den am Anschreien. Und die Mutter, die stand auch daneben. Die hat gar nichts gemacht. Also, die stand irgendwie nur wie versteinert daneben. So, habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Ziemlich eigenartig auf jeden Fall. Dann hat die Oma den irgendwann gekriegt. Dann, ja, dann gab es natürlich die prägnanten Schläge auf den Hintern. Allerdings würde ich jetzt mal sagen, nicht so feste, dass es wirklich wehgetan hat. Dann hat die Olle sich mit der Mutter in die Wolle gekriegt. Hab so nach dem Motto, jetzt haben wir ihn schon Tabletten für 10 Euro verabreicht und wird trotzdem nicht besser. Das ist doch nicht normal und sowas. Der Junge ist nicht normal. Das ist eine Ausgeburt der Hölle. Also ich zitiere hier. Also das hat sie wirklich gesagt. Nicht gesagt, geschrien. Ich meine, ich bin ja hier schon ein paar Meter weg. Normal höre ich nicht, wenn die Leute normal reden, was dort auf der Straße passiert. Von daher... Das war verdammt laut. Ja. So. Also ich meine, hätte meine Oma mich damals derart angeschrien, ich wäre wahrscheinlich auch total durchgedreht. Dann noch, ja, von mir kriegst du nichts mehr. Baba, baba. Dann fing die Oma an zu heulen. Als ob es das besser macht, Stärke vor dem Kind zu zeigen. Schwäche vor dem Kind zu zeigen. K-
Kinder sind in den ersten Lebensjahren wie Tiere quasi. Die wissen nicht, was richtig ist, was falsch ist. Das müssen sie erst von den Eltern lernen. Vielleicht ist der Tiervergleich jetzt für einige Mütter etwas krass, aber ist es wirklich im Endeffekt so. Wenn ein Mensch nicht, also wenn ein Neugeborenes nicht unter Menschen aufwächst, dann würde es quasi in die Verhaltensmuster zurückfallen, die seit Jahrtausenden im Menschen programmiert sind. Und das ist Überleben. Außerdem, na, diese ganze Tablettengeschichte schon wieder. Also ich meine, es gibt Kinder, die brauchen bestimmte Präparate, da sie wirklich zu unruhigen Verhalten neigen. Aber ich denke, großteils heutzutage wird das auch absolut überbewertet. Ja, unsere Kinder sind generell zappliger als früher. Aber woran liegt denn das? Die Kinder werden heute vor dem Fernseher gehalten oder vor der Spielekonsole. Dort sitzen sie 4 bis 6 Stunden ruhig. Wollte ich den Eimer nicht eigentlich wegbringen? Na egal. Dann gehen sie zur Schule. Auch dort sitzen sie ruhig. Dass irgendwann mal diese angestaute Energie raus will, ist doch irgendwie klar. Das merken wir Erwachsenen ja schon, wenn wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Irgendwie, ich weiß jetzt nichts Körperliches, sondern Büroarbeit. Dass man sich danach bewegen muss, dass der Körper Bewegung möchte. Dass er mal was anderes möchte als diese konzentrierte Arbeit im Büro oder vor der Spielekonsole. Wir müssen uns ja nichts einreden, Spielekonsole, das ist halt durchgehend konzentriert spielen. Das ist halt wirklich, das ist Gehirnarbeit. Die ganzen Bewegungsabläufe, das ist quasi, man sagt blödes Rumgehüpfe, zum Beispiel bei Mario. Aber das ist koordiniertes Auge, Hand, Controller arbeiten. Das Gehirn arbeitet dort. Das ist ja kein natürlicher Prozess, wie zum Beispiel jetzt, wir sind auf dem Feld und pflücken Äpfel. Das ist von Generation zu Generation in unserem Verstand einprogrammiert worden. Aber das Benutzen einer Spielekonsole ist ja quasi etwas Unnatürliches. Weshalb natürlich das Ganze noch ein bisschen anstrengender ist fürs Gehirn. Vor allem, wir übermitteln unser Gehirn da, du musst jetzt springen. Also, und das Gehirn gibt zurück, ja, drückt die A-Taste. Das hat ja im Endeffekt nichts mit Springen zu tun. Aber es ist wirklich, für unser Gehirn ist das konzentrierte Arbeit und irgendwann will unser Gehirn einfach mal abschalten. Und abschalten kann unser Gehirn beim Schlafen. Aber bei einem Menschen, der den ganzen Tag stillgesessen hat, ist natürlich das Schlafen so eine Sache. Da gibt es dann Schlafprobleme. Okay, gibt es auch Tabletten, will man jetzt sagen, aber ich denke, man kann nicht alle unsere Probleme mit Tabletten lösen. Ja, und das zweite ist einfach körperliche Leistung erbringen, routinierte Arbeit, laufen, schwimmen, wo man wirklich, oder Fahrradfahren, wo das Gehirn wirklich entspannen kann. Ist zumindest meine Meinung. Deshalb, trotz dass ich eigentlich ein Supernerd bin, bin ich dagegen, den Kindern zu früh zu viel Multimedia-Entertainment zu bieten. Ja, das erklär mal Generation Smartphone. Übrigens, den Dreck hier, den haue ich jetzt hier rein, weil da noch genug Dreck rumliegt. Und weil ich gerade nicht hier neue riesige Dreckvorräte anhäufen will. Sondern die dann lieber direkt verbauen will. Außerdem ist das doch auch ganz gut. So haben wir dann die Fläche gut planiert schon. Schaden kann es auf gar keinen Fall. Sind wir nächste Mal etwas schneller hier durch. So, sobald der Dreck gleich weg ist, geht's dann weiter beim Planieren.
bisschen Dreck brauchen wir am Ende, da wir uns ja dort noch ein Plateau hochbauen müssen im Wasser. Aber erstmal möchte ich die Fläche komplett flach haben, damit das Wasser sich gescheit dort entwickeln kann, obwohl das eigentlich egal ist. Ich meine, wir haben ja unsere... ja, unseren Eimer dabei. Von daher... wie groß soll denn das werden? Also ich würde einfach mal sagen... müssen wir vielleicht ein bisschen weniger machen. Hier hin. Schön auf die Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das wird zu groß, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 1, 2. Viel sparen wir jetzt nicht mehr, da das alles schon weg ist. Ja, hier war ja eh alles ganz flach. Dann können wir es auch hier rein gleich werfen. So, nee, eine Reihe kommt noch. So, jetzt ist die Frage, möchten wir wirklich den kompletten Turm dann aus Kabel bauen? Das ist ja immer so die Frage, die man sich dann stellen muss. Ist das wirklich schön so? Ich meine, wir könnten Cleanstone ernten. Obwohl, wozu brauchen wir das hier eigentlich auffüllen? Das füllen wir mit Wasser auf und gut ist. Oh, da könnten wir einen schönen Glasboden reinsetzen. Mit Wasser unten drunter. Das sieht bestimmt toll aus, wenn man reinkommt. Mitte muss dann noch eine Säule rein. Hier, oder? Wunderbar getroffen. Tolle Idee, das mit Glas zu veredeln. Ich sehe schon, das wird alles wieder sowas von oversized. Holz. Zwei Holz. Zwei Stein. Einfach mal gucken. Zwei Holz. Zwei Stein. 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 Das geht zumindest auf. So. Jetzt gerade hoch. Alles andere wäre mir gerade zu schwierig zu realisieren. Jetzt machen wir erstmal mit der Planierung weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Aber wir haben es ja. Die Landzunge kommt jetzt komplett weg. Hm.
Das sollte eigentlich nur ein kleiner Turm werden. Aber wenn ich einmal anfange, was zu planen, dann wird es irgendwie... Map. Gut, ja, kommt. Damit ich zumindest die Kohle hier mitnehmen kann. Auch wenn es nicht wirklich viel ist. Lassen wir jetzt erstmal noch einen offen. Damit ich hier hochkomme. An den Baum fälle ich jetzt nicht. Hab auch gar keinen Platz dafür. Ich möchte zumindest die Stämme, die jetzt, oder vielmehr die paar zwei Blöcke, die da unter die Erde gehen würden, einer, den möchte ich dann noch gerne noch vorher ernten. Sonst wundern wir uns irgendwann, da kommt da wieder so eine Szene wie mit dem Schweinespawner. Wo kommt der denn her? Den habe ich ja noch nie gesehen. Den habe ich bestimmt mal irgendwann dort verbuddelt. Eine andere Erklärung gibt es ja eigentlich nicht. Muss ja so sein. Ja, da werden wir wohl doch einen Haufen Dreck noch anhäufen. So, bevor wir jetzt dann neue Eiche ernten gehen... Gehen wir gleich lieber einmal kurz ins Lager und holen raus. Dann haben wir auch genug hierfür. Sand werden wir noch... Oh, haben wir doch einiges hier. Oh, das war's hier schon. Dich. Du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg. Brauche ich hier doch einen Ofen? Das reicht ja nicht mal für ein ganzes Deck. Ah. Das reicht auf jeden Fall für ein ganzes Deck. So, da haben wir schon mal ein bisschen was. Holz, ja, das können wir weiter mitnehmen. Das kann weg, den Kabel. Und so viel brauchen wir dann auch nicht, da ist ja noch genug. So. Beleuchtung auf dem Stück sorgen wir jetzt erstmal mit Fackeln. Dann nehmen wir auch noch eine Reihe mehr weg. So. Also ich würde sagen, jetzt erstmal bis. Ach, gehen wir noch ein Stück weiter. Bis hier. Dass wir dann hier so eine schöne Kante haben. Je nachdem, wie die Pyramiden verlaufen,
kann man das dann ja nochmal anpassen. Mit dem Ofen können wir nachher auch noch gleich das Eisen brennen. Stück hier weg. Ja, von mir aus können wir uns auch drumherum arbeiten. Dreck ist ja weitgehend weg. Sagte er und traf auf eine Dreckstelle. Oh, die Kohle kommt beim nächsten Mal dran. Eisen. Na, die Sonne ist noch nicht unten, da können wir nochmal zurückgehen. Ja, das wird hier nicht allzu lange dauern. Außer wir finden Kohle unter Wasser. Dann wird es natürlich noch ein bisschen länger dauern. So, dann gehen wir mal hier hoch, dass wir da oben das Bett aufstellen können. Ach Gott, wir haben eigentlich noch Zeit. So. Und wieder in die andere Richtung. Wow, Höhle. Dass da unbedingt jetzt eine Höhle drunter sein muss. Aber viele Rohstoffe.
schön zumachen. Bevor da die Skelette hochgeschwommen kommen. Ah! Oder die Creeper. Ist ja fast genau wie damals. Oder neben meinem Lager der Skelettspawner unter Wasser war. Also auf meiner Serverwelt. Da hatte ich auch sowas. Da kam auch ständig kam das Skelette hochgeschwommen und ich wusste einfach nicht, woher die kommen, weil das war wirklich verdammt tief dort. Und ich habe daneben halt mein Lager gehabt und ständig, auch tagsüber, standen die halt im Wasser, kamen neue hoch. Ach so. Haben wir noch Platz? Ja. Kriegen wir hin. Nee, und dann irgendwann habe ich halt mitbekommen. Spawner. Mal gucken. Jetzt kann man ja mal so einen Blick hier um die Ecken werfen. Oh, das ist ein sehr produktiver Blick, würde ich mal sagen. Wow. Also für so eine kleine Höhle? Oh, da kann so, jetzt muss ich mal gucken. Das hier ist ja schon unter der Mauer. So. Bleibt hier auch alles da drin trocken. Vor allem noch bleiben die Fackeln da drin stehen. So. Damit ist das Planierte schon mal fertig. Hier hatte ich gesagt erstmal. Oh, noch nicht ganz. Ich glaube, da vorne an der Ecke fehlen noch 5-6 Blöcke. Das ist ja nicht der Rede wert. Na, wenn schon, denn schon. So, dann machen wir hier die Ecke schnell noch. Dann müssen wir nächstes Mal nur noch hier oben so ein bisschen was abtragen. Und können dann direkt weitermachen. Ja, wenn wir nochmal so viele Pyramiden kriegen sollten, heißt das natürlich. Noch haben wir da hinten ja auch noch genug Platz. Das muss ja alles erstmal bis hier hinten hin gleich ziehen. Ich meine, diesen Weg, den bauen wir jetzt auch nur, weil es ja in dem Fall Sinn macht. Ob der so bleibt, ist ja auch noch eine andere Frage. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie weit die Pyramiden gerade reichen. Ah, guck mal, das wird nicht reichen. So ein Dreck. So ein Dreck. Sobald wir Ende des Jahres sortiert haben, werden auch mal die Blumen auf dem Flugplatz weitergemacht.
dass der auch mal alles schön aussehen sieht. Aussieht. So. Das kann hier rein. Du bist fertig. Wunderbar. Boah, ist da jetzt viel aufgeploppt. So. Ich auch noch welches. Auch noch dazu. Okay, Leitern. Davon werden wir noch ein paar mehr brauchen. Nur noch Halbsteine. Das sollte reichen. Schaden kann es nicht. Ja, Dreck nehmen wir mal zur Vorsicht mit. So. Hopp. Ich hoffe, das reicht. Machen wir hier nochmal voll. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause. So, da sind wir wieder. Gut, der Eimer kann noch weg. Den brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Leitern, Ding haben wir dabei. Bett haben wir auch dabei.